Liebe Kollegen, ich freue mich auf die nächste Pressekonferenz, freue mich auf unseren Gast Maximilian Kiefer. Herzlich willkommen hier bei uns nach dem Pro-Am vor dem 26. BMW International Open. Erste Frage, wie war der Tag für dich? Wie hat es sich heute angefühlt hier auf Gut Lerchenhof? Ich spiele immer gerne auf Gut Lerchenhof. Ich bin ja oft wohne ja hier in der Nähe, bin oft zum Training hier. Macht immer viel Spaß, der Platz. Das ist natürlich hier sehr gut hergerichtet fürs Turnier. Die Grüns sind wirklich gut am Platz. Bisschen höheres Raff als sonst. Hat natürlich viel Spaß gemacht, die Runde dann heute. Mhm. Marcel hat vorhin gesagt, die Grüns sind unglaublich schnell schon. Er hofft, dass es so bleibt. Ja, sie sind schon sehr schnell. Ich bin ein bisschen schneller geworden als gestern. Am Anfang habe ich oft ein bisschen zu lang gepattet, was bei dem Modus heute, wenn nur ein paar Birdie zählt und ein paar rettet, natürlich nicht so schlimm ist. Aber ich hoffe, dass sie sogar noch ein bisschen härter und schneller werden, weil dann ist halt der Heimvorteil ein bisschen größer. Wenn es halt ein bisschen härter ist, muss man ein bisschen mehr überlegen, wie der Ball springt und wo man sich das lässt, dass man einfach das Up and Down, wenn man mal nicht im Fairway liegt. Und von daher hilft es dann halt mehr, wenn man den Platz dann besser kennt noch. Du sprichst gerade den Heimvorteil an hier, quasi vor deiner Haustür. Das wird ein ganz besonderes Turnier für dich natürlich werden. Ist da mehr der Druck da, weil du sagst, Menschenskinder, die ganzen Freunde, die Kumpels außenrum wollen dich gewinnen sehen, oder befreit es eher in den nächsten Tagen? Ja, ich mache mir schon selbst auch viel Druck hier diese Woche. Also klar, ist natürlich, ich habe früher hier immer damals noch die Lineager Masters mehr als Kind angeguckt, weil man dann auch eine Motivation, da mal mitzuspielen und dann jetzt ein Turnier am Lerchenhof zu spielen, ist auf jeden Fall was Besonderes für mich. Und natürlich so nah an der Heimat, da will man natürlich gut spielen, gar keine Frage. Da mache ich mir schon selbst den Druck. Aber das kann natürlich auch positiv beflügeln, der Druck. Dass man ein bisschen Nervosität hat, kann schon einen zur Höchstleistung anstarren, glaube ich. Das wünschen wir dir natürlich. Fragen von Ihnen an Maximilian Kiefer? Da haben wir eine. Bitte. Die US Open sind jetzt ein paar Wochen zurück. Was nimmst du mit? Was glaubst du, was dir das gebracht hat, jetzt auch für dieses Turnier und für die nächsten Turniere? Was da gelernt hast, oder setzt sich das vielleicht das in den nächsten Wochen? Ich glaube, was ich am meisten mitnehme, ist, dass man da wieder mitspielen will. Die Motivation, wieder hinzukommen, weil es halt viel Spaß gemacht hat, war auf jeden Fall eine tolle Woche. Ist halt wirklich, ja, die Majors sind einfach andere Golfturniere. Das kann man, glaube ich, mit nichts vergleichen. Und da will man auf jeden Fall wieder mitspielen. Und das sind meine Ziele auch für die nächsten Jahre dann. Und deswegen ist natürlich, wenn man da mal mitspielt, ist auch Motivation, dann wieder hinzukommen. Generell zum Sportlichen, die letzten Wochen, US Open teilgenommen, wie du gerade sagst, ein ganz außergewöhnliches Erlebnis ansonsten. Anfang der Saison. Nicht ganz zufrieden, oder? Naja, nicht so richtig. Nee. Also Anfang der Saison war ich eigentlich gar nicht so unzufrieden, obwohl also wirklich die Top-Ergebnisse gefehlt haben. Ich habe ganz gut konstant gespielt. Es ist so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt, habe ich gedacht. Da war ich eigentlich gar nicht so unzufrieden. Jetzt die letzten Wochen, was mich halt so ein bisschen nervt, ist das Unkonstante. Eine Woche war gut, dann die nächste wieder schlecht und vor allem halt in den großen Turnieren den Cut verpasst zweimal. Da halt wirklich nicht gut gespielt und dann aber die nächste Woche wieder dann gut gespielt in Schweden, den Ball auch wieder sehr gut getroffen und dann bei den US Open wieder nicht so gut den Ball getroffen. Das war nicht so schön, muss ich sagen. Das ist die Form also ein bisschen unkonstant. Jetzt habe ich eigentlich gestern sehr gut trainiert auch und heute habe ich eigentlich gut gespielt. Und klar, im Turnier ist ein bisschen was anderes, aber die Schläge sind eigentlich jetzt wieder da und dann hoffe ich, dass jetzt wieder ein gutes Turnier kommt. Das hoffen wir auch. Noch eine Frage. Da hinten. Hallo Max. Ich habe vorhin mal geguckt, als du da auf der Runde warst mit den Flightpartnern und so. Das sah alles aus, als wenn ihr da tierisch Spaß habt auf der Runde. Wie ist das so, wenn man sonst viel mit Profis eben spielt und da wissen alle genau, was sie tun und da redet man wahrscheinlich jetzt eben nur das, man will halt fokussiert bleiben und dann spielt man halt mit Leuten, die, ich sag mal, Minus-Handicap noch haben. Wie ist das für dich so? Was macht ihr dann auf der Runde? Was spricht man? Was gibst du denen Tipps? Gibst du denen keine Tipps? Ich glaube, heute ist es halt nicht ganz so ernst. Klar, jeder will auch gut spielen, wenn man im Ball ist, aber die Stimmung ist natürlich generell ein bisschen lockerer, als wenn man jetzt im Turnier unterwegs ist. Die Amateure wollen ja auch Spaß haben, eine gute Zeit haben. Das ist halt immer angenehm, wenn es relativ schnell geht. Ich glaube, die von der Zeit her ging es heute. Von daher war es eigentlich eine schöne Runde und auch nochmal gut den Platz heute zu sehen. Für die nächsten Tage wird das auch nochmal helfen, denke ich. Gestern war ja auch was Außergewöhnliches. Du hast hier Filmaufnahmen mitgemacht. Ihr wart hier ein bisschen unterwegs für einen ganz außergewöhnlichen Film, der gerade geschnitten wird. Und zwar ging es um ein kleines Rennen hier rund um den Hof mit dem i8. Wie war das für dich? Hat Spaß gemacht. Klar, mit Sergio und Henrik war ganz cool. Ich glaube, die Filmaufnahmen sind hoffentlich auch cool, gut geworden. Ich weiß nicht, wie unsere schauspielerischen Qualitäten so sind. Sollen sehr gut gewesen sein. Weil wir hatten auch nicht ganz so viel Zeit. Also wir wussten eigentlich wirklich, jede Szene hatten wir
ein oder zwei Takes und dann mussten wir zur nächsten Szene. Von daher war es auch ein bisschen Stress dabei, aber viel Spaß gemacht. Ich konnte die 8 auch noch mal kurz fahren gestern, auch wenn es nur 40 Meter vielleicht waren, aber auf jeden Fall macht schon Laune die Karre. Aber dir wird dir gefallen, der i8, oder? Definitiv, ja. Dann würde ich sagen, nachdem du heute Geburtstag hast, der wird 24, haben wir einen i8 für dich. Weiß ich, wie du den fährst und noch einen kleinen Kuchen. Die Niki bringt ihn herein, Niki Simbinski, unsere Chefin vom Media Center, und ein kleines Geschenk für dich. Dankeschön. Und ein Happy Birthday von uns allen zum 24. Danke, Niki. Und natürlich noch was zu trinken zum Geburtstag. Danke dir. Wie wird jetzt gefeiert, außer dass du den ganzen Kuchen natürlich aufessen darfst? Also viel gefeiert wird heute nicht, glaube ich. Ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren gleich, dann danach regenerieren, dass ich dann auch für morgen fit bin und dann hoffentlich wird dann irgendwann am Sonntag das Feiern nachgeholt. Sehr gut. Medienleute sind doch locker. Oh ja. Okay. Oh. Doch nur zweiter Platz. Nochmal. Ja. Fast. Können wir das zusammen? 2, 3. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Max. Happy Birthday to you. Dankeschön. Schönes Ständchen für dich. Danke. Alles Gute und gute Woche. Vielen Dank.